herzlich willkommen zurück bei dem Katastrophenspiel schlechthin. Mr. Cutterfree und ich spielen heute wieder gemeinsam für euch Portal 2. Hallo! Wir haben hier letztes Mal aufgehört mit dem tollen Laserstrahl. Und ich werde wieder versuchen, da rüber zu kommen. Genau, und jemand muss. Wir waren eigentlich schon drüben, aber jemand musste ja in den Tod springen. Hust. Ich weiß nicht. Nein, natürlich nicht. So, ich hoffe, ich krieg's auch wieder so toll hin. Wie war denn das hier noch? Ach so, ja. Es geht ja erst los, wenn du den Laser machst. Oh. Das lief ja schon mal gut. Ja. Läuft erschreckend gut. Ich glaube, jetzt war es dann auch nicht mehr ganz so schwer. Ja, aber jetzt abwarten. Bist du genau, abwarten. Oh Gott, ich dachte gerade, du machst nichts. Lustig. Kann mich nicht immer halt umgucken. Na, lauf. So. Okay, dann mach mal ein rotes Portal dort hinten und ich lauf dir mal dorthin. Wo habe ich das denn gesehen, wo ich eins machen konnte, frage ich mich gerade. Hier ist nichts. Achso, hier. Ja. Zack. Rot, stimmt auch. Hihi. Ja, komm zu mir. Hallo. Das lief als richtig gut. Als Beobachter des Ganzen wäre es unfair, mein bevorzugtes Mitglied eures Teams zu benennen. Ich könnte aber einen Hinweis geben. Das weniger bevorzugte Mitglied würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. Reimt sich auf Schuh. Orange, du machst dich sehr gut. Ja, toll, dass sie jetzt plötzlich dich als Liebling hat. Jetzt auf einmal. Echt, die ganze Zeit fand sie dich toll. Mütze. Das liegt an deiner neuen tollen Mütze. Hier kann man die mal ganz gut sehen. Ich mache hier auch mal den Tab an, dann sieht man es bei mir auch. Da, ja, mit einen süßen kleinen Begleiterkubus habe ich da oben drauf. Und mit dieser lustigen Fahne im Hintergrund. Ja, wobei, die hast du ja auch. Ja, die habe ich auch, das da. Ist echt toll. Ja, haben wir freigespielt und deswegen konnten wir die mal benutzen. Genau, uns ein bisschen ausgestattet hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, weil ich habe mir echt nichts gemerkt. Spaß kommt jetzt, Spaß. Ein einziges Level habe ich mir echt nur gemerkt, mit ganz viel Laserstrahlen und das war so übel. Das vergisst man so schnell nicht mehr. Aber ich hoffe auch, dass Spaß kommt. Im Zweifelsfall machen wir Spaß. Ja. Indem wir uns irgendwie gegenseitig brutzeln oder so. Genau, da sind wir sowieso sehr gut drin. Ja. So, bei mir wirst du wieder demontiert. Ja. Mit sehr wenig Frames. Blaupause von Atlas. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Oh. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr toll. Es findet, super. Wisst ihr es. Okay, wir sind hier irgendwo in den Eingeweiden, so sieht das hier aus. Ja, hinter den Kulissen anscheinend. Ja. Hier unten kommen wir. Wir blockieren uns gerade selbst. Da unten kann man nämlich, glaube ich, ablaufen. Ich wollte hier eigentlich vorbei. Ja, aber guck mal da hinten. Ich weiß nicht, ob man dort irgendwo hinkommt. Hm, rüber springen nicht? Nee. Das wird, glaube ich, nichts. Ansonsten, hier oben sieht man auch ganz schön so einen Mechanismus, wenn die Wände sich verschieben. Ah ja, stimmt. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Auf jeden Fall ist hier schon mal eine Wand. Ja, aber dahin geht's auch noch lang. Ich gehe mal noch einen Schritt. Ich mache hier mal einfach schon mal ein Portal. Mal. Das könnte ja mal hilfreich sein. Auf jeden Fall geht's hier auch tief runter. Und es ist verdammt dunkel bei mir. Ich sehe hier eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, wir müssen nach dort unten. Da ist nämlich auch noch eine Wand. Da. Echt? Ja. Stimmt. Ja, warum nicht? Hey! Na, dann geh mal durch da. Weil ich komme hier nicht hoch. Sind wir jetzt überhaupt am gleichen Ort? Ich weiß nicht, wo du bist. Wo bist du? Schönen guten Tag. Oh, wo kommst du denn her? Ich war hier hinten und habe hier noch vorbeigeguckt. Okay. Ach, guck mal, hier steht was mal Insert Disk und hier steht was an der Tafel. Das Do ist not alles trust sehr her. Mystisch. Security through obscurity. Ich hab dich schon wieder aus den Augen verloren. Ach, da, bist noch hier. Ja, und stimmt. Irgendwelche lustigen Rechnungen. Ich bin jetzt aber nicht so der Physiker oder Mathematiker. N bei Zeitpunkt oder bei N von T ist gleich N0Pi. Sie haben sich auf jeden Fall lustige Dinge ausgedacht. Ich kann das alles nicht. Ich bin kein Physiker. Es wirkt alles sehr realistisch hier. Ja, wobei ich mich echt frage, wer das hier hingeschrieben hat. Do not trust her. Ja, und wo sind die Menschen alle hin? Ja. Die hier arbeiten sollten jetzt. Und wie sind wir hier hingekommen? Und hier ist ein Tor. Oh. Ah. Das hat funktioniert. Oh, du hast auch einen. Ah, wir müssen den gleichzeitig drücken. Ja. Na, das kriegen wir doch wieder mit Countdown bestimmt hin. Oh ja. Dann mach mal. Ich versuch's mal.
Dann müssen wir, glaube ich, da hinten reinlaufen. Zack. Hier. Lalala. Juhu. So. Nein! Nein! Ich war zu langsam. Haha. Wie soll denn das jetzt gehen? Ich kann doch nicht beide Schalter drücken. Nee, ich glaube... Scheiße, ich versuche mal schnell zu sein. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Aber warte. Oh nein. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe hier einen Schalter. Ach, wie cool. Oh, puh. Glück gehabt. Das ist wieder so typisch. Ah, diese da von wegen hier Insert Disk, die habe ich gerade. Komm, wir gucken mal einen Film. Ich wollte sie dir gerade wegnehmen, eigentlich. Film gucken. Okay. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Super. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Das ist ja aufbauen. Möglicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Oh, übel. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Was? Wieso? Hat sie doch gesagt. Ja, aber das kann sie nicht machen. Doch, wir sind außerhalb der Technik, also muss sie uns zerstören. Sie hat uns doch dahin geschickt. Ja. Sie wollte das doch so. Ja, weil hast du nicht... also das sah so aus, als würde irgendeine Software da hochgefahren sein dadurch. Durch die CD, die wir angelegt haben. Weil da stand ja auch Target Acquired. Und... für die, die es jetzt nicht wissen, die jetzt Portal 2 nicht selbst gespielt haben, in Portal 2 aktiviert man GLaDOS wieder. Also GLaDOS war deaktiviert und man aktiviert sie wieder. Und wir spielen ja zeitlich danach. Wenn Sie alle Teststrecken abgeschlossen haben, wurde Ihnen die Sicherheitsstufe C zugewiesen. Sie haben jetzt Zutritt zu allen Teststrecken sowie zu drei unserer 176 Pausenräume. Ich glaube, das bezieht sich auf dich. Oh, okay. Und es ist nett, dass wir zu drei Pausenräumen Zugriff haben. Nee, jedenfalls glaube ich einfach, dass... wir jetzt gerade irgendetwas für GLaDOS aktiviert haben, was sie braucht. Das kann sein. Ich habe gerade gesehen, dass... Nee, jetzt nicht mehr. Was denn? Ich hatte da vorhin vier Sachen, aber ich glaube, es lag daran, dass ich ein Portal hatte. Ja, dann kann ich auch das Portal anzeigen. Okay, jetzt haben wir ja, ja, das haben wir jetzt komplett. Das war schon Level 6? Ja, das war... tatsächlich. Und jetzt müssen wir noch dort... Tor 2 rüber. Dem, den Leuten, die etwas auf, die etwas aufmerksamer sind. Nein! Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Für die Leute, die aufmerksam sind, die merken, dass Lilly selbst in solchen Räumen versagen kann. Lalalala. Ich tue jetzt mal so, als wäre überhaupt nichts passiert. Dass über den Räumen so eine Skala ist, welche Level man schon erfüllt hat. Und bei allen Räumen ist natürlich, weil Lilly das ja schon mal gespielt hat, ist der orangene Balken voll und es ist ein Haken davor. Da ich jetzt den ersten Raum auch komplett habe, ist jetzt hier auch blau komplett und ein Haken. Und jetzt mag dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass dort drüben, für Lilly, damit die das auch mal sieht, dort auch schon ein blaues Kästchen ist. Ja, ich habe nämlich schon ein klein wenig vorgespielt. Wann hast du das denn gemacht? Vorhin, mit einem netten anderen Spieler. Böse. Der wollte nämlich auch unbedingt das spielen. Einfach heimlich hier mit. Silent, ich grüße dich hier im Silent, Silent Element. Und da sind wir bis nach dort gekommen. Ja, so bin ich. Kackendreist. Heimlich üben hier, damit du eine Chance gegen mich hast, weil ich so gut bin. So verdammt gut. Nee, immerhin habe ich überall schon einen Haken. Ja, aber... aber das ist lange her. GLaDOS war ja der Meinung, dass du jetzt besser bist. Außerdem war das auch eher ungewollt, weil ich eigentlich mit dir das hier total neu... möchte, also dass ich das, stimmt, alles noch nicht kenne. Ich dachte auch, man kann das irgendwie resetten oder so, aber anscheinend nicht. Wie gesagt, deswegen das ist eh das so ewig her bei mir. Es ist für mich, als wenn ich es echt nochmal von vorne spielen würde, ganz neu. Ich habe alles vergessen. Ich werde jetzt auch nicht mehr vorspielen. Ich will das alles mit dir zusammen failen. Ja, das wäre super. Außerdem, das ist nicht gut, deswegen, wenn du übst. Ja. Nicht gut für mich. Du bist ja so schon immer das Gehirn hier bei der ganzen Sache. Ja. Ich habe ja noch nicht so viel dazu beigesteuert. Du bist die Muskeln, ich bin das Gehirn. Ja, sozusagen. Ja, aber wir sind gut. Ja. Raum 1, naja, oder Teststrecke 1 geschafft. Jetzt. Gut ist relativ, denken wir ins erste Video. Mhm. Oh nein, ich will nicht mehr daran zurückdenken. Hier kann man so schön durchgucken. Juhu. Ah ja, da war ich auch so dumm. Die Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen sei. Das wird mich ja nerven. Da ihr zum Glück keine Menschen seid,
habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Drastisch gekürzt? Ich finde die englische Stimme so, die deutsche Stimme so cool. Oha. Das sieht alles voll ungesund aus. Ja. Ich mach mal irgendwas. Mach mal, ich habe eine Vorstellung. Okay, hier oben und ist schon mal zwar... nichts. Ja, nee, pass auf, du bist genau richtig. Oh, pass mal auf. Spring mal in das blaue Portal. Ich hab Angst. Hui. Wow, hat das geklappt? Ja. Cool. Und jetzt musst du nämlich nachhelfen, musst jetzt mal dort unten... Genau. Versuch dein Glück. Das sieht total cool aus, wie du hier gerade angekommen bist. Das hatte was. Das war einfach. Ja. Überraschend einfach. Hallo, GLaDOS. Ja, nochmal ein bisschen ärgern hier. Schluss jetzt. Ursprünglich erfassten diese Kameras Momente. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte. Das kennen wir ja schon. Oh, mies. Konnten sie die Fotos für $5 kaufen. Das war jetzt gemein. Sie erhielten ihre Angehörigen die Bilder. War denn? Ich wollte eine Umarmung machen. Du warst schon zu weit weg und dann hat meiner ganz traurig geguckt. Die Kameras einen neuen Zweck. Hier müssen wir, glaube ich, genau das gleiche machen. Oh, oh. Nur komplexer. Ja, ich wollte es gerade sagen. Hier sind ja so viele komplexe Dinge. Ist ja unfassbar. Was war das denn gerade? Weiß ich nicht. Kannst du vielleicht mal... Kannst du mal dort unten und hier einen Portal hinmachen? Ach, da ist ja auch noch was Höheres, stimmt. Ja. Batsch! Hui! Au. Ich hab Blitz gesehen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Aha. So, und ich da muss also dir jetzt nicht helfen. Bei dir. Genau, und da ist auch einer. Und ich schätze mal, dass ich dir jetzt helfen muss, dort hochzukommen. Ja. Kannst du denn hier eins hinschießen dann? Ja, nö, aber du kannst mal... Ja, geh mal, das ist gut. Geh mal da jetzt hoch, fahr mal da hoch. Und jetzt machen wir dort unten das gelbe Portal hin. Ach stimmt, ich kann mir auch ein bisschen selbst helfen. Genau, und jetzt kannst du nämlich... Sterben? Ja, das sah lustig aus. Aua, ach, ich lebe ja noch. Ja, ja. Ich habe nur Blitze gesehen gerade. Pump. Hä? Aber deins ist... Ach, da kam nur ein Ball raus. Ja. Voilà. Hi, ja, yippie, es geht wieder los. Ihr habt den Mist, ich war nicht schnell genug. Abgelegt. Obwohl, die ihr Tür ist wieder zu. Nein. Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür hol ihn zu holen, dir, hol dir das Bällchen. Nein, scheiße. Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Lalala. Das haben wir gar nicht mitbekommen, wie GLaDOS über die Menschen gelästert hat. Stimmt, habe ich gerade wirklich nicht so. Ich war so intensiv mit Basketballspielen beschäftigt. Ja, sie hasst Menschen oder sie findet es nervig, dass man Menschen dafür lobt, dass sie einen Sicherheitswürfel dort reinlegen, wo ein Sicherheitswürfel rein soll. Das findet sie unsinnig. Also ich finde es gut. Ja. Ah ja, jetzt sieht man mal dich. Ja, ich muss ja auch mal demontiert werden. Wir werden ja die ganze Zeit demontiert, wenn wir nicht in die Luft gesprengt werden. Das sah gerade so komisch aus bei mir. Ich habe wirklich nur noch Blitze gesehen. Dachte, ich wäre wieder ganz woanders und falsch gelandet. Ja, weil irgendwie ging, das war bei mir auch, als wir gegen die Wand gesmashed wurden. Das muss ich mir auf jeden Fall aus deiner Perspektive nochmal angucken. Erbunken, zerstampft, verbrannt. Was? Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Mies. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Ich dachte, sie sagt jetzt noch dickfett Seufzer. Ja, weil in der kam nicht. Mich würde interessieren, in welche Richtung dieser Seufzer jetzt ist. Dass sie traurig darüber ist, dass sie keine Schmerzen, kein Leid sieht. Oder dass sie erfreut darüber ist, dass sie halt unendlich lange mit uns Tests machen kann. Weil das hat sie ja an den Menschen ein bisschen gestört, dass sie sterben konnten. Hm, stimmt. Man wird es wohl nie erfahren. Masse und Geschwindigkeit. Wir sollen ach, da siehst du es immer. Die haben Titel, habe ich noch nicht so. Habe ich aber jetzt auch eben gerade erst gesehen. Es wird garantiert auch die ganze Zeit. Mit Sicherheit. Kommt da immer wieder einer. Huch! Da kam gerade eine Säule runter. So eine Drucksäule. Wurde gerade erst gebaut. Oh. Das ist nicht gut. Der Scheiß hier bricht langsam auseinander. Ich glaube eher, dass er gerade aufgebaut wird. Ach ja. Das ist ja natürlich. Wir müssen wieder sowas ähnliches machen, glaube ich. Ja, ich denke schon. Aber hier ist ja so ein blaues Viech, das ist nicht gut. Die haben die Portale gelöscht, ne? Nein!
Ja. Genau. Dann muss ich das machen. Ich habe nämlich eine Idee. Pass auf. Bring mal da rein. Ach stimmt, der löscht ja nur meine eigenen. Da ein bisschen Geschwindigkeit bekommen. Oh Gott, das macht mich gerade so ein bisschen irre. Wie sieht denn das aus? Oh. Ich wollte es mir eigentlich gerade angucken. Okay. Sagen wir mal so. Nötig? Ja, GLaDOS, das war schon nötig. Ja, deine Idee war nicht schlecht. Ja, also das passt. Ich muss nur das wegkriegen. Ach ja. Guck mich mal an. Oh, naja, nun konnte ich zumindest selber sehen, wie ich rübergeflogen bin. Wieso tickt hier eine Uhr? So. Ja, weil hier diese Wand, Scheiße. Die muss man wegmachen. Das kannst du nämlich da mit diesem Schalter auch. Oh. Genau. Weil jetzt müssen wir das nämlich anderswo machen. Du musst das jetzt machen. Du musst jetzt hier und hier Portale hinschießen. Ist das, was als erstes passiert ist, wo ich ins Wasser geflogen bin? Ja. Aua. Weil du dagegen geklatscht bist. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Genau. Das bleibt ja, also noch ein großes Geheimnis, ob wir das jemals schaffen werden. Oh Gott, wie oft ich jetzt sterben werde. Ich stelle mich schon mal in die Ecke. Na, schauen wir mal. Bis dann. Tschö. Ciao, ciao.